Dieser Beamer hat mehr Speicherplatz als euer iPhone, schont euren Geldbeutel und bringt alles mit, was ein moderner Beamer so am Start haben muss. Was den Mars Pro 4K von Dangbei so gut macht und weswegen ihr auf jeden Fall darauf ein Auge werfen solltet, wenn ihr auf der Suche nach einem passenden Beamer für euer Zuhause seid, erfahrt ihr heute. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Video. Der Mars Pro hat ein elegantes und schlankes Design, das in jedes Wohnzimmer passt. Er ist in schwarz gehalten und hat einige Hochglanzakzente, die mir persönlich sehr gut gefallen. Gerade aufgrund der kompakten Größe und dem Gewicht von nur etwa 4,5 Kilo passt er nahezu überall hin und auch die Verarbeitung hat mir sehr gut gefallen. Bedienen lässt sich das Gerät bis auf einen einzigen Knopf auf der Oberseite mit der mitgelieferten Fernbedienung, die wir uns später dann auch nochmal kurz anschauen. Alles in allem steht der Mars Pro bei mir sehr gut da, fällt nicht großartig auf, was vor allem auch an der geringen Lautstärke während des Betriebs liegt. Auch diese ist sehr beachtlich und hat bei mir durchaus positiven Eindruck hinterlassen. Was bei so einem Beamer natürlich am wichtigsten ist, ist die Bildqualität. Und die bekommt ihr hier bei dem Mars Pro 4K natürlich in nativen 4K und einer Helligkeit von bis zu 3200 ANSI Lumen und HDR10. Im Umkehrschluss bedeutet das, gerade aufgrund der hohen Lumenanzahl, dass ihr auch bei Helligkeit in eurem Raum ohne Probleme eure Filme, Serien und so weiter schauen könnt. Ich habe während meines Tests hier gar keine Probleme mit der Sonneneinstrahlung gehabt und da bin ich mir deswegen auch ziemlich sicher, dass es bei euch genauso sein wird. Der Autofokus funktioniert einwandfrei und vor allem auch sehr schnell. Was mir allerdings gefehlt hat, ist eine gute Keystone-Korrektur. Ändern tut das an der eigentlichen Bildqualität aber nichts. Mir hat sie richtig gut gefallen. Sowohl dunkles Schwarz als auch knackige Farben waren ausreichend vorhanden. Wie ihr bestimmt wisst, sind Beamer nicht unbedingt fürs Gaming ausgelegt. Dangbei hat sich aber trotzdem hier was einfallen lassen und in das Gerät einen Gaming-Mode eingebaut. Und dieser ist dafür verantwortlich, dass ihr am Ende nur eine Latenz von ungefähr 20 Millisekunden habt. Was schon mal besser ist, aber nicht perfekt. Das ist aber auch immer ganz vom Game abhängig, inwiefern ihr euren Spielspaß dann am Ende beeinträchtigt oder eben nicht beeinträchtigt. So ein Ego-Shooter erfordert natürlich schnelle Reaktionszeiten, währenddessen ihr zum Beispiel bei Mario Party oder so jetzt nicht unbedingt die übelst gute Reaktionszeit braucht. Und um auch eine ständig gute Bildqualität zu garantieren, reinigt sich die Linse vom Beamer im Innenraum selbst, sodass ihr euch darum keinerlei Gedanken machen müsst. Und rein theoretisch sind bis zu 300 Zoll mit dem Gerät möglich, was ich jetzt bei mir nicht so richtig austesten könnte. Da könnt ihr mir aber gerne mal berichten, ob das denn bei euch der Fall ist, denn es müssten ja 300 Zoll umgerechnet über 7 Meter Bilddiagonale sein. Wenn ihr nicht über die diversen Anschlüsse, unter denen ihr unter anderem auch einmal HDMI eARC findet, ein Soundsystem anschließen möchtet, bietet der Mars Pro gleich zwei 10 Watt Lautsprecher und virtuellem Sound in DTS-Qualität. Dolby Digital Plus rundet das Audiopaket beim Beamer ab und so muss sich der Sound am Ende des Tages wirklich nicht verstecken und reicht für Filme sporadisch auch absolut aus, wenn ihr keinen Wert auf extrem gute Soundqualität legt. Ihr dürft jetzt keine tiefen Bässe und knackige Höhen erwarten, aber grundsätzlich reicht es schon mal aus. Dennoch würde ich euch empfehlen, wenn ihr den Beamer wirklich in einem ordentlichen Heimkino-Einsatz testen oder benutzen möchtet, dann solltet ihr schon am Ende des Tages trotzdem euch ein Soundsystem zulegen und dann eben über HDMI eARC anschließen. Android läuft auf dem Dangbei eigenem Emoten UI und bietet viele, viele Features und Apps, die ihr nutzen könnt, nachdem ihr so ein kleines Interface nochmal installiert habt, geht aber ohne Probleme. Nicht umsonst hat der Mars Pro 128 GB Speicherplatz und 4 GB RAM. Letzteres sorgt dafür, dass auch alles sehr flüssig läuft. Ist mir auch positiv aufgefallen, dass es keine Ruckler oder ähnliches gab. Und mit 128 GB Speicher habt ihr allemal Platz für sämtliche Apps, die ihr so auf dem Gerät installieren wollt. Auch wenn die Fernbedienung jetzt nicht super hochwertig wirkt, sind trotzdem alle Knöpfe vorhanden, die man eben so braucht. An das OS selbst musste man sich auch nicht unbedingt krass gewöhnen. Das ging sehr schnell. Ich wusste relativ schnell, was man alles so machen kann, wo alles ist und hat auch keine weiteren Fragen während der Bedienung. Alles sieht halt einfach gut aus, läuft flüssig und genau so soll es auch eben sein, da so eben natürlich die User Experience am Ende des Tages stimmt und man dann mit dem Gerät zufrieden ist, was bei mir auf alle Fälle der Fall war. Kommen wir zum Fazit. Das noch relativ junge Unternehmen Dangbei hat mit dem Mars Pro in meinen Augen einen Beamer an den Start gebracht, der sich wirklich nicht verstecken braucht. Nicht nur, dass wir hier natives 4K und eine sehr gute Helligkeit am Start haben, sondern auch der gute interne Sound und die geringe Lautstärke haben bei mir einen durchweg positiven Eindruck hinterlassen. Und das ganze Paket bekommt ihr am Ende dann eben für weitaus unter 2000 Euro, weswegen ich euch das Gerät ans Herz legen kann. Der Link ist in der Videobeschreibung. Lasst mir gerne ein Abo da, wenn euch das Video gefallen hat und schreibt mir in die Kommentare, was ihr vom Gerät haltet. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Haut rein. Ciao.